Was habe ich hier eigentlich vor? Was wird das eigentlich mit dem Wir müssen reden, Thema hier? Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum Beziehungen nicht funktionieren. Das soll der Auftakt sein zu einer ganzen Videoreihe. In dieser Videoreihe möchte ich dir ganz viel darüber erzählen, wie funktionieren Beziehungen, wie funktionieren sie nicht, was gibt es für Stolpersteine, wo fliegen wir ständig drüber, und was macht es uns verdammt nochmal so schwer, einfach eine glückliche Beziehung zu führen? Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich bemühe mich in meinen Videos, dir Schritt für Schritt darüber zu erzählen, wie Beziehung funktioniert, wie du Stolpersteine vermeiden kannst, wie du sie besser verstehst. Das ist so das Anliegen, weil Dietmar und ich, wer uns kennt, wer unseren Podcast Wir müssen reden, der Beziehungspodcast kennt, weiß, unser großes Ziel, unsere große Vision ist, wir wollen mehr glückliche Paare auf diesem Planeten. Und dazu sind wir ständig dabei, uns weiterzubilden. Wir erforschen gemeinsam mit unseren Paaren ihre Beziehungen, um sie für euch, für dich, für deine Beziehung da wieder was rauszuholen, was dir ein Stückchen weiterhelfen kann. Ich werde mich darum bemühen, meine Live-Videos so in eine gewisse Reihenfolge zu bringen, sodass du Schritt für Schritt für Schritt mitgehen kannst. Es gibt dabei auch einen kleinen Stolperstein für mich, nämlich im Zuge unseres Projektes der Paarrevolution, also Paarrevolution in Form von, wir wollen mehr glückliche Paare auf diesem Planeten haben, haben wir uns ganz, ganz viele Spezialisten für Interviews eingeladen. Diese Interviewreihe zur Paarrevolution wird starten am kommenden Montag mit einer ganz, ganz wunderbaren Frau, der Christine Weiß, die ja, dazu erzähle ich später mehr. Ist ja jetzt auch noch nicht so wichtig, sondern jetzt geht es darum, dass ich dir erzählen will, warum es tatsächlich nur diesen einen einzigen Grund gibt, warum Beziehungen nicht funktionieren. Und wann immer du Fragen hast, dann und das jetzt live anschaust, das Video, dann einfach in die Kommentare rein. Ich hoffe, dass ich das hier tatsächlich mitbekomme. Ja, kann ich immer mal wieder aufs Dingens Replay Neuladen drücken, dann werde ich mitbekommen, wer irgendwie mir schreibt und sich meldet. Und wann immer du dieses Video im Replay anschaust und es tauchen bei dir Fragen auf, bitte, bitte schreib einfach in die Kommentare mit Hashtag Replay oder Hashtag Andrea oder Hashtag Frage, damit ich sehe, dass du eine Frage hast. Und dann werde ich mich bei dir melden. Ich werde dir die Frage beantworten. Ich versuche, allen Fragen auch die entsprechende Zeit einzuräumen, damit so viele Fragen wie möglich für dich beantwortet werden können, was deine Beziehung angeht. So, jetzt also zum Thema. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Beziehungen tatsächlich nicht funktionieren. Und ich finde das total spannend. Spannend deshalb, weil wir alle wollen glückliche Beziehungen haben. Es werden jedes Jahr, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, ich habe gedacht, ich falle um, es werden jedes Jahr in Deutschland über 400.000 Ehen geschlossen. Ja, und jetzt darfst du raten, wie viel von diesen Ehen tatsächlich wieder geschieden werden. Ich habe mir eine Statistik angeguckt und in dieser Statistik ist es tatsächlich so, seit 1950 hat sich die Scheidungsrate immer so bei 40% eingependelt. Das heißt, dass fast jede zweite Ehe geschieden wird. Ich habe einen ganz, ganz lieben Freund, der Anwalt ist. Und der sagt, solange die Statistik gegen die Ehe spricht, bin ich für Eheverträge. Okay, ist jetzt vielleicht die Ansicht eines Pragmatikers, der seine Erfahrungen als Familienanwalt damit hat und seine Schlüsse daraus gezogen hat. Aber es ist schon krass, oder? Es ist schon krass, dass fast jede zweite Ehe wird geschieden. Und dann habe ich weiter recherchiert und dann bin ich gestolpert über eine Partnerbörse, die auf ihrer Seite 13 Gründe dafür aufführt, warum heutzutage Ehen scheitern. Ganz oben, du kannst es dir denken, steht natürlich die Affäre. Die Affäre steht ganz oben, es geht dann weiter mit fehlendem Freiraum,
Was habe ich hier? Ich habe es mal aufgeschrieben. Mangelnde Körperhygiene finde ich auch ganz nett. Eifersucht, fehlende Zärtlichkeiten, zu wenig Zeit für Austausch. Geld ist ein Thema, Sexflaute ist ein Thema, fehlende Zweisamkeit, Veränderung des Äußerlichen. Also wahrscheinlich meinen die damit, wenn einer auseinandergeht oder also sich äußerlich also irgendwie so verändert, dass man damit nicht mehr ganz so glücklich ist. Arbeitslosigkeit und genau das Gegenteil von Arbeitslosigkeit, nämlich Workaholics. So, was haben jetzt diese Partnerbörsen getan? Sie haben das also aufgelistet und beschrieben und sie geben sofort Änderungstipps dazu. Sie sagen dir, wie kannst du das verändern? Also wie kannst du es vermeiden? Mangelnde Kommunikation und Zuwendung, also Verhaltensweisen, die wir haben, sind also die Gründe dafür, warum unsere Beziehungen kaputt gehen, warum die Ehen scheitern. Die sagen uns also, unser Verhalten muss sich ändern. Und jetzt muss ich hier, Entschuldigung, ich muss hier mal so ein bisschen dichter dran, ich kann ja meine eigenen Sachen hier nicht lesen, meine eigenen tollen Dinge. Na gut, wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen unsere Kommunikation verändern. Also wir müssen lernen, Verhaltensmodelle, Kommunikationsmodelle anzuwenden und dann geht's los. Wir fangen an, tatsächlich. Nämlich diverse Kommunikationsmodelle uns anzueignen. Wir fangen an, über die Sprachen der Liebe zu reden. Wir fangen an, darüber nachzudenken, mit welchem Ohr höre ich zu, wenn mein Schatz mir sagt, du hast schon wieder deine Schuhe da stehen lassen. Habe ich das jetzt auf der Sachebene gehört oder auf der Beziehungsebene oder habe ich da jetzt mit meinem Appellohr zugehört und welche Sprache der Liebe spricht mein Schatz denn da überhaupt? Hilfe, ich verstehe das nicht. Wie muss ich mich denn jetzt verhalten? Also was muss ich jetzt am besten tun? Moment, lass mich mal kurz nachdenken. Das war jetzt eine gewaltfreie Ich-Botschaft. Nein, er hat nicht gesagt Ich. Was hat er denn verdammt nochmal zum Ausdruck gebracht? Also in der Theorie haben wir die letzten 30, 40, weiß nicht wie viele Jahre darüber gesprochen, wie wir unser Verhalten ändern müssen, damit unsere Beziehungen funktionieren. Das Ganze hat aber einen ganz großen Haken. Und tada, ich präsentiere den Eisberg. Das Eisbergmodell hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört oder gesehen. Beim Eisbergmodell geht es darum, dass man von so einem Eisberg ja oben nur so ein kleines bisschen was sieht. So, ich kann, du bindest in meine Hand hier. Also man sieht nur so viel von dem Eisberg und unten drunter ist so viel, nämlich 80 bis 90%, die wir gar nicht sehen. In der Kommunikation bedeutet das, übersetzt in diesem Modell, in der Kommunikation finden nur 10 bis 20% hier oben auf der sogenannten Sachebene statt. Da tauschen wir Zahlen, Daten, Fakten aus. Und 80 bis 90% gehen unter Wasser. Die sehen wir nicht, die hören wir nicht. Das sind aber unsere Gefühle, unsere Gedanken und unsere Emotionen. Und die, die sprechen wir in den seltensten Fällen tatsächlich aus. Wir sprechen das da oben aus. Du hast deine Schuhe wieder stehen lassen, das nervt mich total. Und du hast deine Zahnpastatube nicht zugeschraubt, das finde ich auch nicht besser. Das ist das, was so im Außen passiert. Das heißt, das, was wir da drunter haben, also dieser Eisberg, diese 80 bis 90% sind unsere Gefühle und unsere Gefühle wiederum drücken wir in den meisten Fällen eher nonverbal aus. Wir sprechen sie nicht aus, sondern unser Partner spürt, und das tut jeder, unser Partner spürt, dass da irgendwas ist. Dazu musst du nur einmal kurz die Augen verdrehen oder den Kopf wegdrehen, dann weißt du sofort, da ist irgendwas im Busch. Du spürst etwas, du kannst es aber nicht zuordnen. Aber zurück zu unserem Verhalten. Wenn ich davon ausgehe, dass entsprechend diesem Eisbergmodell, also 80 bis 90% unter Wasser liegen, wir die also nicht zum Ausdruck bringen, sondern nur nonverbal zum Ausdruck bringen und nur 10 bis 20% da oben auf der Sachebene funktionieren oder wir
nur auf dieser Sachebene kommunizieren zu 10 bis 20%, das andere aber so viel mehr ausmacht, dann ist eine logische Konsequenz daraus, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Liebe ein Gefühl ist, dann kann ich ja mein Verhalten auch nur in einem begrenzten Zeitraum tatsächlich entgegen meiner Gefühle verändern. Also für dich mal als Beispiel, wenn du richtig sauer auf deinen Partner bist, weil er irgendwas Blödes gesagt hat, weil er sich irgendwie doof verhalten hat oder nicht freundlich war oder den Müll nicht rausgebracht hat oder sonst was, dann schaffst du es vielleicht beim ersten und zweiten Mal noch zu lächeln und zu sagen, ja, komm, ist ja nicht so schlimm. Wenn du es dann aber mal ausgesprochen hast und beim 10., 20. Mal es sich wieder nicht verändert hat, dann wirst du ärgerlich. Und dann schaffst du es nicht mehr, dein Verhalten ganz entgegen deinem Gefühl anzupassen. Also dann ist es nicht mehr möglich zu lächeln und weiter zu sagen, ist alles schön, ist alles schön. Es regt mich zwar auf, dass du deinen Müll nicht rausgebracht hast, aber es ist alles super. Nein, es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Wenn du richtig verletzt bist, dann schaffst du es nicht, auf Dauer ein Lächeln aufzusetzen. Und du merkst ja auch, dass wenn du dieses Lächeln aufsetzt, es dann irgendwie fake ist. In diesem Falle funktioniert also fake it till you make it nicht. Das heißt also, es geht ums Gefühl. Es geht in der Beziehung nicht darum, einfach nur unsere Kommunikation zu optimieren, zu lernen, mit Ich-Botschaften zu sprechen oder zu lernen, einmal im Monat Blumen mitzubringen oder plötzlich gewaltfreie Kommunikation anzuwenden und sich in den Sprachen der Liebe auszubilden, die Landkarte meines Partners zu studieren. Das sind alles Dinge, die natürlich unterstützen, aber sie retten letztendlich deine Beziehung nicht, weil es ja nicht um dein Verhalten geht, sondern weil es um dein Gefühl geht. Und Liebe ist halt mal ein Gefühl. Du trennst dich ja nicht von deinem Partner, weil er den Müll nicht rausbringt. Also das ist ja letztendlich nicht der Grund, warum du dich trennst. Okay, also gehen wir mal fühlen. Es gibt beim Fühlen oder mit dem Fühlen, mit dem Fühlen sende ich nonverbal, ohne dass ich irgendetwas sagen muss, sende ich Signale aus und die spürt mein Gegenüber. Und da gibt es positive Signale, die ich aussende, und es gibt negative Signale, die ich aussende. Wenn ich meine Augen verdrehe und sage, oh, boah, ey, schon wieder, dann ist das mit Sicherheit logisch kein positives Signal, kein positives Bindungssignal. Und in einer Beziehung geht es auch immer um Bindung. Und positive Bindungssignale sind solche Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten wie liebevolle Blicke, zärtliche Gesten, den anderen zu fragen, wie es ihm geht, ihn in den Arm zu nehmen oder einfach an der Hand zu halten. Das sind positive Bindungssignale. Aber damit sind wir ja auch schon wieder beim Verhalten. Denn wie steuere ich Bindungssignale? Wie kriege ich das hin, Bindungssignale zu verändern? Wenn ich weiß, ich kann kein positives Bindungssignal aussenden, wenn ich mich zum x-ten Mal nicht gesehen fühle, missachtet fühle, blöd behandelt fühle oder einfach sauer bin oder unglücklich bin, dann kann ich nicht gegen mein Gefühl ein positives Bindungssignal aussenden, also sprich mich anders verhalten. Also müssen wir an die Gefühle ran. Wir müssen uns also jetzt anschauen, was ist das mit unseren Gefühlen, also mit diesen Emotionen, von denen da die Rede ist. Die Emotionen, nicht unser Verhalten, sind der Grund, warum Beziehungen kaputt gehen. Es ist nicht unsere Kommunikation in erster Linie, warum Beziehungen kaputt gehen. Der Schlüssel, warum Beziehungen kaputt gehen, sind unsere Emotionen, unsere Gefühle. Und die Gefühle sind letztendlich auch der Grund, warum es nicht klappt. Wenn du heute Paare fragst, warum funktioniert es nicht mehr, dann sagen die,
ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir was. Ich fühle nicht mehr diese Liebe. Ich bin unglücklich. Also es wird immer von Gefühlen gesprochen. Es kommt niemand zu uns, der mir sagt, wissen Sie was, es regt mich so auf, dass mein Partner nicht in der Lage ist, das Auto einzupacken, aber ich echt die Faxen dicke und jetzt gehe ich. Aus dem Grund trennt sich doch niemand, sondern das, was da drunter passiert. So, jetzt ist die Frage, die nächste Frage, kann ich denn Gefühle so, kann ich Gefühle steuern? Kann ich Gefühle ein- und ausschalten? Kannst du? Nee, kannst du nicht. Und warum kannst du Gefühle nicht steuern? Ganz einfach, weil nämlich Gefühle in unserem Gehirn entstehen. Also ist jetzt letztendlich das Gehirn das Problem. Ist ja auch irgendwie krass, dass das Gehirn das Problem ist. Ich muss mal einmal ganz kurz hier auf den anderen Laptop schauen, ob es da irgendwelche Reaktionen dazu gibt, irgendjemand was wissen möchte oder nicht, damit ich das überhaupt mitbekomme. Nein, aber es sind ein paar Leute da, das freut mich total. Und dann fange ich jetzt mal an, so ein bisschen wissenschaftlich zu werden. Jetzt pass mal auf, jetzt wird es wissenschaftlich. Also Gefühle, meine Lieben, Gefühle entstehen in unserem Gehirn. Und zwar in einem richtig, richtig alten Teil von unserem Gehirn. Wir haben in unserem Gehirn einen asbach uralten Teil, der nennt sich limbisches System. Dieses limbische System ist für eine ganze Menge Sachen zuständig und in diesem limbischen System gibt es in jeder Gehirnhälfte einen klitzekleinen Teil, der nennt sich Amygdala. Oder man kennt das vielleicht auch als Mandelkern. Und dieser Mandelkern, also den haben wir in jeder Hälfte von unserem Gehirn. Und dieser klitzekleine Teil ist zuständig für unsere Emotionen. Wenn wir in eine Situation kommen, und jetzt nimm mal die Situation, du kommst nach Hause und deine Partnerin ist da gerade dabei, irgendwie die Küche aufzuräumen oder was auch immer, und du sagst irgendetwas und deine Partnerin verdreht irgendwie die Augen. Dann schätzt dieser Teil in deinem Gehirn innerhalb von Millisekunden ein, was ist hier los, was ist das für eine Situation und welche Möglichkeiten habe ich zu reagieren. Und weil dieser Teil in deinem Gehirn so asbach-uralt ist, kennt der nur drei Reaktionen. Hoppla, wo ist meine drei? Da ist die drei. Der kennt nur drei Reaktionen. Im Englischen sagt man fight, flight or freeze. Nämlich kämpfen, flüchten oder erstarren. Wie rette ich diese Situation? Der sucht also nach einer Lösung. Und dieses Gehirnsystem, dieser Teil in unserem Schädel, ist ein reaktives System. Das heißt, auf den habe ich überhaupt keinen Einfluss. Der funktioniert einfach. Der tut einfach. Der sagt einfach so, zack, jetzt flüchten. Zack, jetzt angreifen. Und das löst in uns wiederum eine Handlungstendenz aus, nämlich zum Flüchten, zum Kämpfen oder zum Erstarren. Das heißt, der kapert quasi unser System, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Was passiert jetzt weiter? Durch diese Handlungstendenz wird in unserem Körper irgendwas ausgeschüttet und unser Körper reagiert. In Stresssituationen kennst du das vielleicht, wenn du ein unangenehmes Gespräch mit deinem Chef oder mit einem Arbeitskollegen hast, dass deine Hände schwitzig werden, dass du plötzlich merkst, wie dein Herz schneller schlägt oder der Atem flach wird oder du irgendwie Schnappatmung kriegst oder so ein Kloß im Hals hast und das alles plötzlich irgendwie eng wird. Damit reagiert unser Körper auf das, was da in unserem Hinterhirnstübchen alles so innerhalb von Millisekunden passiert. Das heißt, wir können gar nicht reagieren. Wir können so schnell überhaupt nicht. Wenn du in so eine Situation kommst, dann bist du also nicht in der Lage, wenn dein Partner die Augen verdreht, zu sagen, weißt du, wenn du so die Augen verdrehst, dann kriege ich voll den Kloß im Hals. Und das deutet wiederum darauf hin, dass ich, lass mich kurz überlegen, Angst habe. Angst ist eine unserer Grundemotionen. Und davon gibt es tatsächlich nur
da ist es sechs. Es gibt nur sechs Grundemotionen, die sich unterschiedlich ausdrücken, aber so im ganz, ganz tiefen unten drunter gibt es nur diese sechs Emotionen, hat man irgendwann mal festgestellt. Aber so redest du ja nicht mit deinem Partner, weil du hast überhaupt keine Zeit dafür, das irgendwie einzuordnen. Dein Körper, dein Gehirn, dieser Teil da oben übernimmt quasi und steuert das, wie du dich jetzt als nächstes verhältst. Und in Beziehungen ist es dann ganz häufig so, dass manche Menschen sich dann völlig zurückziehen, den Kopf einziehen und, oh, ich gehe lieber. Und die anderen gehen zum Angriff über. Die sagen dann nämlich, weißt du was, dass meine Schuhe hier rumstehen, das mag ja nicht in Ordnung sein. Aber du lässt immer deine Klamotten in der Gegend rumliegen. Das ist doch auch nicht besser. Und das ist das, was in der Beziehung passiert. Mir hat ein ganz, ganz toller Lehrer mal gesagt, in einer Beziehung funktionieren Zusammenhänge nicht linear. Sie funktionieren nicht so, dass einer sagt, weißt du was, es ärgert mich total, dass du deine Schuhe überall rumstehen lässt. Und der andere sagt dann, oh, das kann ich total gut verstehen, ich werde in Zukunft darauf achten. Und dann tut er das auch einfach. Sondern in einer Beziehung funktioniert das alles immer zirkulär. In einer Beziehung hauen wir uns dann gegenseitig die Dinge um die Ohren, die wir schon lange auf unserer Liste haben, weil sie uns irgendwo geärgert haben und weil wir sie damals vielleicht nicht ausgesprochen haben und weil wir nicht auf unsere Emotionen eingegangen sind, nämlich genau das nicht gemacht haben, zu sagen, weißt du, ich fühle mich dann vielleicht nicht respektiert. Und wenn ich mich nicht respektiert fühle, dann fühle ich mich vielleicht nicht geliebt. Auf der Ebene unterhalten wir uns doch die wenigste Zeit, das machen wir doch nicht. Hallo, liebe Gudrun, das ist schön, freue mich. Und das ist das, was tatsächlich passiert. Also ausgelöst wurde und dadurch sind wir gar nicht in der Lage, das auch so zu kommunizieren und so zum Ausdruck zu bringen. Also ganz kurz zusammengefasst, warum macht er hier jetzt aus und an und wieder, weiß ich nicht. Er läuft. Er läuft und läuft und läuft, es funktioniert alles, das ist fein. So, also kurze Zusammenfassung, weil ich will euch ja nicht den ganzen Abend belatschen mit meinen Geschichten. Erstens, und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Genau. Erster Punkt, wir wollen grundsätzlich mal alle glücklich sein und stellen aber irgendwann fest, wachen auf, haben uns gedacht, aber bei uns funktioniert das anders. Wir sind die Ausnahme von der Regel, von der 1-zu-2-Regel, dass nämlich jede zweite Ehe geschieden wird. Bei uns klappt das. Yes, wir kriegen das hin. Wachen irgendwann auf in unserem kleinen Kleckersheim und stellen fest, also vielleicht auch in Köln oder in Bonn oder in Berlin oder München, und stellen dann irgendwie fest, um unsere Beziehung tatsächlich am Funktionieren zu halten und das hinzukriegen, glücklich zu sein, müssen wir was an unserem Verhalten ändern. Ich bringe also meiner Frau jetzt einmal im Monat Blumen mit, dann wird schon gut sein und dann denkt sie nicht weiter darüber nach, dass meine Schuhe da ständig im Flur quer stehen. Oder dass ich vielleicht ab und zu mal blöde Kuh zu ihr gesagt habe, das ist damit alles gut. Tja, das Problem ist aber, wie gesagt, das reine Verhalten verändern, das reine meine Kommunikationsart und Weise zu verändern, funktioniert einfach nicht. Und warum funktioniert es nicht? Weil unser Verhalten niemals gegen unser Gefühl laufen kann. Das klappt nicht. Ich kann, oder ich muss wieder mein Handspiel hier auf die andere Seite kriegen. Ich kann mich nicht entgegen meiner Gefühle verhalten. Das schaffe ich auf Dauer nicht. Also muss ich mir, wohl oder übel, meine Gefühle anschauen. Und Gefühle sind nicht steuerbar, weil sie hier oben in unserem Gehirn stattfinden, weil sie da einfach verursacht werden. Okay, was können wir jetzt tun? Was ist die Möglichkeit? Was ist die Lösung, wenn ich sage, okay, du kannst also jetzt machen, was du willst. Du kannst dich auf den Kopf stellen, das La Paloma rückwärts pfeifen und gleichzeitig mit den Ohren wackeln. Es wird nicht funktionieren. Jetzt ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ja, da kann ich es auch lassen, da kann ich auch bleiben, wie ich bin. Und entweder das funktioniert oder das funktioniert halt nicht, weil ich kann da ja sowieso nichts dran ändern. Wenn der so fühlt oder die so fühlt, wie sie fühlt, dann soll sie mal machen. Ich kann da einfach nichts machen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn du glücklich werden willst in deiner Beziehung, wenn du diesen Menschen, den du da bei dir hast, wirklich, wirklich liebst,
und sagt, ich möchte doch, ich habe doch mal mich für diese Person entschieden aus einem Gefühl raus. Ich habe ja keine Excel-Tabelle rausgeholt und dann habe ich so Striche gemacht und gesagt, auf der Positivseite habe ich 10 Punkte stehen und auf der Negativseite 5. Ach, mit den 5 komme ich klar, das nehme ich in Kauf. Sondern du hattest einfach ein Gefühl und bist diesem Gefühl gefolgt. Und mit diesem Gefühl der Zuneigung, der Zuwendung, ja, der Liebe irgendwann, hast du dich für diesen Menschen entschieden. Und viele Menschen, ich habe es gerade gesagt, 400.000 Menschen letztes Jahr sind mit diesem Gefühl vor einen Standesbeamten getreten und haben gesagt, ich möchte mit diesen Menschen den Rest meines Lebens verbringen. Und den Rest seines Lebens, das ist ganz schön lange Zeit. Und wir verändern uns doch auch im Laufe der Zeit. Und wenn mir dieser Mensch so wichtig ist und so wichtig war, dass ich ihn heiraten wollte oder geheiratet habe, wenn mir dieser Mensch so wichtig ist, dass ich vielleicht ohne Trauschein sage, lass uns zusammenziehen, zusammenleben, unser Leben gemeinsam gestalten, ist es das dann nicht auch wert, daran zu arbeiten und sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir unsere Beziehung glücklich machen? Was ist das, was sie glücklich hält, was sie wachsen lässt, was uns zur besten Version unseres Selbst werden lässt, was unseren Kindern vielleicht ein Vorbild sein darf später irgendwann mal, dass sie sagen, meine Eltern, die haben das richtig gut hingekriegt. Und die nicht irgendwann sagen, naja, meine Eltern, die haben irgendwann so vor sich hingelebt. Es war irgendwie, war ganz okay. So möchte ich es nicht. Also wenn du dich irgendwann für einen anderen Menschen entschieden hast in deinem Leben, den zu lieben, dann hast du dich für ein Gefühl entschieden. Und wenn wir wissen, dass wir unser Verhalten nicht gegen unser Gefühl steuern können, wir können da nicht dagegen, das funktioniert nicht, dann kann die einzige Lösung also nur sein, dass wir unsere Gefühle lernen, besser zu verstehen. Einen kleinen Teil habe ich dir mitgegeben, dadurch, dass ich dir erklärt habe, wo unsere Gefühle denn in unserem Körper, sprich in unserem Gehirn entstehen. Und wenn wir unsere Gefühle besser verstehen, dann sind wir in der Lage, unserem Partner gegenüber auch unsere Gefühle besser auszudrücken. Dann sage ich nicht mehr einfach nur, ich bin vollkommen genervt und es regt mich echt voll auf. Und weißt du was, du kannst mich jetzt mal, du blöde Kuh oder was auch immer einem da gerade so einfällt. Also dann fängt man an, wenn man seine Gefühle, sich mit den Gefühlen wirklich beschäftigt, fängt man an, sie besser zu verstehen und dann kann ich sie anders ausdrücken. Vielleicht ist besser das falsche Wort, vielleicht geht es darum, die Gefühle, deine Gefühle anders auszudrücken, weil du plötzlich verstehst, dass es Gefühle gibt, die oben drauf liegen und die ich oben drauf quasi so im Außen einfach so raushaue und dass unter jedem Ärger, den ich zum Ausdruck bringe, aber immer auch ein anderes Gefühl liegt. Und wenn du lernst, Gefühle anders auszudrücken, weil du sie besser verstanden hast, dann darf sich das Miteinander verändern. Dann darf sich euer Miteinander so verändern, dass ihr versteht, warum der andere so reagiert. Wenn ich wirklich verstehe, warum der andere so reagiert, nicht weil er so kleinlich ist und sich über alles immer aufregen muss und ich kann das, darum geht's doch gar nicht. Es geht um ein Gefühl, was dahinter steht. Und wenn du dieses Gefühl lernst zu verstehen, weil du und dein Partner anfangt, anders miteinander zu sprechen, eure Gefühle anders wahrzunehmen und sie anders auszudrücken, dann darf Veränderung stattfinden. Und das ist das, was ich mit meinen Videos, mit meinen Live-Videos hier auf Facebook ganz gerne so ein bisschen initiieren möchte. Ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen. Ich möchte dich auf die Reise zu deinen Gefühlen mitnehmen. Ich werde dir in meinem nächsten Video ein bisschen mehr darüber erzählen, was denn diese Gefühle eigentlich sind. Was gibt es da für Unterschiede? Was machen diese Gefühle eigentlich mit uns? Wo kommen die her? Und will dir dann auch erzählen, was du denn damit tun kannst. Also
Mein nächstes Video wird also darum gehen, Gefühle, was bitteschön gibt es denn da alles? Und du wirst lachen, es gibt so unterschiedliche Gefühle. Es gibt Gefühle, ganz kurz, es gibt Gefühle, die eben Verbindungen, die Liebe zerstören, wenn ich sie so ausdrücke. Es gibt Gefühle, die positive Bindungssignale senden. Es gibt negative Bindungssignale. Es gibt sekundäre und primäre Gefühle. Es gibt Randgefühle. Es gibt so viele Gefühle. Und zu verstehen, wie die funktionieren, ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Ich versuche es dir so einfach wie möglich zu erklären und dazu gibt es mein nächstes Video. Parallel dazu möchte ich dich noch einladen. Wir haben im letzten Jahr angefangen, immer mal wieder von der Paarrevolution zu sprechen, Dietmar und ich. Und ab kommenden Montag geht es also los mit unserer Paarrevolution, mit Interviews zum Thema Paarrevolution. Paarrevolution deshalb, weil wir ja wollen, dass es mehr glückliche Paare auf diesem Planeten gibt. Und dazu haben wir uns ganz viele Spezialisten eingeladen, Spezialisten in der Paartherapie, die sich in Beziehungen auskennen. Ganz vorne dran natürlich ganz, ganz liebe Menschen, die wir aus der emotionsfokussierten Therapie kennen. Familientherapie, Paartherapie, Individualtherapie aus diesem Bereich, weil die Emotionen tatsächlich der Schlüssel zu allem sind. Die Emotionen sind der Grund, warum es nicht funktioniert, aber sie sind auch das Hilfsmittel, mit dem es funktionieren darf. Und diese Spezialisten habe ich mir eingeladen in regelmäßige Interviewformate und wir werden nächste Woche starten am Montag mit der wunderbaren Christine Weiß, die in Hannover sitzt und die ein Fachbuch gerade fachlektoriert und aus der Übersetzung fachlektoriert hat, klingt furchtbar verkopft, aber die hat ganz viel zu erzählen zum Thema Beziehung, wie Dr. Sue Johnson, die Mutter der emotionsfokussierten Paartherapie, tatsächlich Beziehung revolutioniert hat, die mit ihrer Forschung, mit ihrer Wissenschaft es hinbekommt, dass wir durch ihre Bücher, die es für Fachpersonal oder für Fachleute gibt, aber auch für uns ganz normale Beziehungsmenschen, ganz normale, die wir in einer Beziehung sind, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Liebe macht Sinn. Und es ist so wunderbar zu lesen. Es ist so schön und jedes Mal wieder, jede Seite ist so ein Aha-Erlebnis. Und mit diesen Spezialisten werden wir uns unterhalten. Und wir werden uns im Laufe der Zeit auch mit wunderbaren Paaren unterhalten, die irgendwann beschlossen haben, ihre Beziehung anders zu leben. Und wann immer du eine Frage hast, wann immer du vielleicht nochmal nachhören möchtest, wie war das jetzt? Die hat da was erzählt vom limbischen System und von was? Dann hör dir unseren Podcast an, weil auch da berichten wir, ich glaube in Folge 166 über das limbische Ping-Pong, das, was unsere ganzen Dinger da oben im Kopf mit uns machen und wir überhaupt nicht verstehen, weil wir so schnell überhaupt nicht schalten können und damit unsere ganze Beziehung irgendwie durcheinander geschüttelt wird. Und hör dir unseren Podcast an, wir müssen reden, der Beziehungspodcast. Und wann immer du das Gefühl hast, du möchtest ganz gerne irgendwie mit uns in uns Kontakt treten, du hast Fragen, du möchtest mehr wissen über die emotionsfokussierte Paartherapie, du suchst vielleicht einen Therapeuten, der bei dir um die Ecke sitzt, damit du nicht per Zoom, per irgendwas solche Sachen machen musst, sondern du möchtest da jemanden haben, dann melde dich bei uns, dann antworte ich dir oder wir dir auf alle Fälle. Wir freuen uns auf jedes Feedback, wir freuen uns auf Fragen, einfach in die Kommentare, Hashtag Replay oder Hashtag Frage, Hashtag Andrea. Und ganz, ganz wichtig, bevor ich mich heute verabschiede, möchte ich mich bei dir bedanken, natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute zuzuhören, so ein bisschen einen Einblick bekommen hast, was ich meine mit, es gibt nur einen einzigen Grund, warum Beziehungen nicht funktionieren. Und ich dich neugierig machen konnte darauf, was gibt es alles für Gefühle und wie komme ich denen mal auf die Schliche, damit ich damit besser umgehen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Abend. Verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Freue mich auf alle Nachrichten und ganz zum Schluss, bevor ich Tschüss sage, oder beziehungsweise ich sage Tschüss und verabschiede mich mit etwas ganz Wichtigem, nämlich, oh, das kann man nicht sehen, Moment. Ich muss mich hier rausnehmen und ich muss auch mein Overlay rausnehmen. Ich lerne das, passt mal auf, Leute. Ich kriege das noch hin, Overlay raus und ich rein. Und jetzt einen schönen Abend an euch. Macht es gut. Ich wusste, dass es verkehrt rumgeht. Habe ich es gesagt? Ich habe es gesagt, dass es andersrum läuft. Es muss so rumgehen. Achtung, nochmal ein neuer Versuch.
Das meine ich. Es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. Macht's gut und habt einen schönen Abend. Ciao.